Wir befinden uns im sogenannten Graveyard Slot. Sie kennen das, nach dem Mittagessen hat man das unstillbare Bedürfnis, die Augen zuzumachen. Das können Sie ruhig tun. Ich werde mir Mühe geben, Sie wach zu halten, aber falls es Sie überkommt, habe ich volles Verständnis dafür. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Gabi, dass sie mich eingeladen hat für diese Konferenz. Und für den wahrscheinlichen Fall, dass Ihnen WISE noch nicht über den Weg gelaufen ist, es ist eine internationale Organisation mit Chapters in 30 Ländern. Wir haben in Deutschland ungefähr 500 Mitglieder und das Durchschnittsalter ist ungefähr 33 Jahre alt. Also insofern sind wir in good shape. Ich leite diese Organisation seit diesem Jahr. Wir haben gerade, und deswegen komme ich auch erst heute, mit der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen mit WISE und dem German Marshall Fund die NATO Engages-Konferenz in Brüssel organisiert und beschäftigen uns mit so einfachen Fragen wie, wie geht es mit der NATO weiter, wie muss man sich Abschreckung in Zeiten von Cyberwar vorstellen, welche Transformation braucht man in der Verteidigung angesichts von Digitalisierung etc. Sie sehen so ganz kleine, normale Kernthemen, mit denen Frauen sich immer gern beschäftigen. So, in meinem Hauptberuf unterrichte ich Datenschutz, Datensicherheit und auch internationales Management. Und in einem früheren Leben, und weshalb ich das mache, ist, dass ich lange die Datenschutzbeauftragte der IBM für Europa, Mittlerer Osten und Afrika war. Und dass ich mal das Vergnügen hatte, den Herkules-Vertrag als Cheflobbyistin der IBM durch den Bundestag zu bekommen. Und so fügen sich die drei Sachen zusammen, über die ich heute mit Ihnen gerne sprechen will, nämlich Frauen und die IT, zunächst mal über das Image, das die Informationstechnologie bei Frauen hat, dann Diversity by Design in der Forschung und in der Produktentwicklung. Und irgendwas ist hier noch nicht so richtig, wie es sein sollte. So, ist das okay? Nein, war das nicht. Ja, gut. Und zum Schluss, wie managt man sowas eigentlich? Wie macht man eigentlich Diversity by Design als Managementsystem? Fangen wir mal an, wir werden relativ früh konditioniert, wie Sie sehen. Insofern sind wir das schon von klein an gewohnt. Diversity geht also richtig früh los. Aber wenn wir uns mal angucken, wie steht es denn mit Frauen eigentlich im Bereich der Informationstechnologie, dann haben wir ein paar Role Models. Grace Hopper kennen Sie vielleicht vom Namen her, diejenigen von Ihnen, die Informatik studiert haben, den Compiler entwickelt, wird Grandma COBOL genannt. Zwei von den sechs Damen, die den ENIAC, den ersten neuen Computer, Großcomputer programmiert haben, sind da zu sehen. Aber Sie sehen auch oben die Anzahl, wir haben eine Abiturientenanzahl von 50% von Frauen. Wir haben einen Anteil in der Informatik an der Leibniz-Universität von ungefähr 9%. Und für den Fall, dass Sie die Zahlen noch nicht gesehen haben, insgesamt sind im Wintersemester 2017, 2018 37.400 Studierende angefangen in der Informatik. Das ist ein Minus von 4% und wir haben bei den Frauen ein Minus von 8%. Wenn ich meine ausländischen Studentinnen nicht hätte, sähe es noch schlimmer aus. So, das ist also das, wie wir stehen. Und wir gucken uns mal an, wie informieren sich denn eigentlich junge Leute darüber, was sie studieren wollen. Wir nehmen mal zwei Bereiche raus. Das erste ist, Sie können es nicht mehr ganz genau sehen, ist Kontakt zu Berufstätigen. Und da kommen wir noch drauf zurück. Das zweite ist Informationen aus dem Internet. Das ist also schon ein riesiger Bereich, wie sich junge Frauen besonders informieren darüber, welchen Beruf sie ergreifen wollen. Dann haben wir hier Filmserien und dann haben wir da die Berufsberatung. Die Berufsberatung fällt, wie Sie sehen, schon hinter die Filmserien zurück. Und gucken Sie sich mal bitte an die Stellung des Vaters für die Berufswahl der Jungen. Ja? So, also das ist der Stand, den wir jetzt so im Augenblick haben. Und jetzt gucken wir uns mal an, was denn die Filmserien und die Berufsberatung für Konsequenzen haben für die Ausbildung oder für die Wahl. Diese jungen Damen kennen Sie möglicherweise, das sind zwei Informatikerinnen, Chemikerinnen etc. in amerikanischen Krimiserien, Navy, CSI. Von Ihnen hat das möglicherweise noch einer gesehen. Ich habe meine Studierenden neulich gefragt, die haben gesagt, bitte, wer sind die? Also die gucken nur noch Netflix und so weiter, das müssen wir uns auch drauf einstellen.
Aber immerhin haben diese Serien in Amerika dazu geführt, dass jetzt 75% der Forensik-Studierenden Frauen sind. Und Forensik ist kein Beruf für Weicheier. Ja? Also insofern ist das eine enorme Leistung. Warum haben diese Frauen das gemacht? Nicht etwa, weil sie jetzt die Forensik oder die Abby in ihrem Gothic-Look da so toll finden, sondern weil sie über diese Serien etwas über die Berufe lernen und sich vorstellen können, das kann ich auch machen. So, dann gucken wir mal die Berufsberatung in Deutschland an. Ich will nichts gegen die Berufsberater sagen, die haben einen extrem schwierigen Job. Aber der durchschnittliche Berufsberater ist eigentlich so Mitte 50. Woher soll der denn wissen, was in der Informatik abgeht? Eine Studierende von mir brachte es auf den schönen Punkt, es ist denen nicht gelungen, mir die Informatik auszureden. Wir haben dann mühsam Kurse für die Berufsberater gemacht und wir hoffen, dass es in Hannover was nützt. Schauen wir uns mal an, ob das nur in Amerika so ist oder ob wir diese Chance auch in Deutschland hatten. Und wir gucken uns mal an, wie das war mit den auf einmal tauchten wie die kleinen Pilze überall im deutschen Fernsehen intelligente Kommissarinnen auf. Und es fing an 1900, so um die 80er, da hat NRW als erstes Land Polizistinnen aufgenommen und die sind heute immerhin schon bei 38%. Und die Bayern haben 1990 angefangen und sind immerhin auch schon bei 25%. Also haben wir sozusagen in den deutschen Serien schon viele Polizistinnen und Kommissarinnen. Ich kenne noch keine Generälin oder Majorin oder sowas in deutschen Serien. Wir können ja noch dran arbeiten. Aber wir haben auch noch solche Serien. Ich finde, dass die Mainzer das einzig Richtige daraus gemacht haben. Mainz 05, Liebe meines Lebens. Und jetzt gucken wir uns mal an, hat das eigentlich was genützt? Führen diese Serien wirklich dazu, dass auch in Deutschland das Image von Berufen sich geändert hat? Und so müssen Sie das sich bitte vorstellen, der rote Balken sind die Frauen und der blaue Balken sind die Männer. So, und jetzt schauen Sie mal bitte, der Beruf, der immer noch von den Frauen am allerattraktivsten angeschätzt wird. Bitte beachten Sie dieses Wort Attraktivitätswirksamkeitsüberzeugungen. Das können nur Soziologen. Dieses Image hier, dass die Frau, der Beruf der Ärztin immer noch bei den Frauen hat. Und nicht nur das, sondern Sie sehen darunter die blaue Spalte, dass auch die Männer der Auffassung sind, dass Ärztin ein extrem sozusagen interessanter Beruf für Frauen ist. Ja? Oder so. Dann gucken Sie mal bitte schön, wo die Kommissarin landet jetzt in Deutschland immerhin schon im Mittelfeld. Da wäre sie vor 20 Jahren überhaupt nicht gewesen. Ja? Und jetzt darf ich mal Ihren Blick an das untere Ende nehmen. Da haben Sie drei attraktive Berufe. Hausfrau, Politikerin, Informatikerin. Ich sage meinen Studierenden immer, wenn sie in die Kneipe oder Disco gehen, sagen sie ruhig, dass sie Informatikerin sind, weil dann merken sie, ob jemand Qualität hat, wenn er das akzeptiert oder nicht. Auf der männlichen Seite ist so. Ja, wenn sich davon einer einschüchtern lässt, gut. Auf der männlichen Seite ist der Traumberuf der Männer Spitzensportler. Das führte bei meinen Studierenden dazu, dass sie sagten, wieso, das verstehe ich nicht, mit 18 weiß ich doch schon, ob ich Spitzensportler werden kann. Aber es geht ja um die Attraktivitätswirksamkeitsüberzeugung. So, also der Arzt landet an dritter Stelle und der Kommissar auch so im Mittelfeld. Und unten haben wir dann drei Berufe, Mathematiker, Lehrer und Hausmann. Ja? So, da sind wir also gelandet mit der Attraktivität der Naturwissenschaften und der Informatik. Und das in einem Land, das eigentlich eine Ingenieursgesellschaft ist. Aber gut. Also jetzt gucken wir uns mal weiter an. Was kommt denn dabei dann raus, wenn wir sowas haben? Und wir gucken mal den zweiten Bereich an. Entschuldigung, ich muss noch eins hinzufügen. Alle Sachen, die wir machen mit MINT-Initiativen und so weiter, wenn wir die nicht machen in einem Bereich, der junge Leute wirklich anspricht, nämlich YouTube, Netflix etc., dürfen wir uns nicht wundern, weil dann lernen sie nichts darüber, weil das sind die Kanäle, die die nutzen. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir auf YouTube die Videos angeguckt, die sich mit Informatik etc. beschäftigen. Ich würde mich davon nicht angesprochen fühlen. Also wir haben ein weites Feld, wo wir sozusagen einen großen Nachholbedarf haben, um wirklich diese Berufe attraktiv darzustellen. So, das war der erste Themenkomplex, das heißt, wie attraktiv ist eigentlich die Informatik für junge Frauen? Der zweite ist Diversity in der IT-Forschung.
Ein Feld, was sehr wenig bearbeitet wird noch. Die ersten Spracherkennungssoftwaren konnten keine Frauenstimmen erkennen. Ich meine, wie man vergessen kann, dass Frauen reden können, das wollen wir jetzt wirklich schleiern. Also es war wirklich, ich habe gedacht, aber es liegt natürlich daran, dass wir in der Regel eine höhere Frequenz haben. Und da die erste Software, Spracherkennungssoftware von Männern für Männer ausprobiert wurden, konnten die keine Frauenstimmen erkennen. Der zweite Bereich ist zum Beispiel, Frauen nutzen vollkommen anders IT-Sicherheitsprodukte. Die wollen die auch anders erklärt haben. Ja? Der dritte Bereich ist Unsichtbarkeitsfalle bei IT-Projekten. Sie alle kennen das. IT-Projekte, die durchgeführt werden in einem Unternehmen oder in einer Organisation, wo die Top-Führungskräfte davon selber etwas mitkriegen und das einführen müssen, haben eine Priorität, die ist wunderbar. Wenn Sie IT-Projekte durchführen, in denen nur die Rank-and-File-Mitglieder etwas haben, und das sind die unterbezahlteren Jobs und das sind ganz häufig Frauen, dann liegt darauf überhaupt keine Betonung. Und dann kommen Sie in diese Unsichtbarkeitsfalle rein und können Millionen in solchen IT-Projekten versenken, weil auf der einen Seite männliche Entwickler sind und auf der anderen Seite Frauen, die Sachbearbeiterinnen sind und das nutzen müssen. Video Assistant, wir haben ja bei Diversity nicht nur Frauen, sondern wir haben ganz viele andere Gruppen. Und eine Sache, mit der wir uns an der Leibniz-Universität beschäftigen, ist die Forschung über Assistant Living für ältere Menschen, damit sie länger alleine leben können in geschlossenen Ketten. Haben wir festgestellt, ältere Frauen sind flexibler als ältere Männer. Und wir haben noch was festgestellt. Wir haben ein Projekt gemacht, in dem wir den zum einen nicht eine geschlossene Kette mit einem Sensor, den sie auch tragen können, geben, sondern wir haben versucht, in Haushalten das im Flur zu installieren. Und haben festgestellt, die älteren Menschen lehnen das konsequent ab und besonders die Frauen. Und haben uns gefragt, warum lehnen die das ab? Weil die nicht überwacht werden wollen. Und dann haben wir ihnen gesagt, das Ding ist dafür da, wenn ein Einbrecher kommt, wir erkennen ihn mit der Software. Schwupp, war das Thema erledigt. Also man muss sozusagen auch Wege finden, wie man die Zielgruppe wirklich anspricht. Eine Organisation, die das gemacht hat, ist sind die Fraunhofer-Institute. Die haben sich einen Leitfaden gegeben für die Überprüfung von Gender-Relevanz. Sie müssen es nicht abschreiben, Sie kriegen das alles mit. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem dritten Projekt oder zu dem dritten Thema und das ist Diversity in der Produktentwicklung. Ich fange mal damit an. Diesen schönen Computer ist eine Zusammenarbeit von Asus und Lamborghini. Sie sehen die Heckflosse eines Lamborghini da, hoffentlich erkennen Sie sie. Und den hat eine Freundin von mir auf der CeBIT entdeckt. Und dann hat sie denjenigen, der dieses Produkt vorführte, gefragt, sagen Sie doch bitte, haben Sie auch was für Frauen entwickelt? Sagt er, ja, aber das wollen Sie gar nicht sehen. Hat sie gesagt, doch, das will ich sehen. Und dann hat er ihr das gesagt. Und zu der Farbe Rosa möchte ich gerne zwei Anmerkungen machen. Erstens, nein, es ist nicht die Lieblingsfarbe von Frauen. Die Lieblingsfarbe von Frauen und übrigens von Männern auch ist Blau. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, wenn Sie sich an die Geschichte der Farbe Rosa erinnern, was ist Rosa? Es ist die Kombination aus Rot und Weiß. So, was ist Rot? Rot ist die Farbe der Macht. Weiß ist die Farbe der Unschuld. Also wurden früher die kleinen Jungen in Weiß, in Rosa getaucht, weil das war die Farbe der kleinen Macht. Und die Farbe Blau ist die Farbe von Maria und die kleinen Mädchen wurden in Hellblau getunkt. Dann beschloss der deutsche Kaiser, wir werden eine Seemacht, so wie Großbritannien. Und es wurde modern ein hellblauer Matrosenanzug. Und alle kleinen Jungen wurden in hellblauen Matrosenanzügen gesteckt. Und damit die Mädchen jetzt nicht das Gleiche trugen, wurden sie in hellrosa gesteckt. So sind wir also zu dieser Farbe hellrosa bei uns gekommen. Übrigens ist hellrosa, Sie wissen es vielleicht, oder rosa ist eine Farbe, die eine extrem interessante Wirkung hat. Amerika hat Gefängniszellen, die in rosa gestrichen werden, indem man die aggressivsten Gewaltverbrecher reinteilt. Angeblich kommen die nach 3 Tagen fromm wieder raus. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber jedenfalls ist es eine Farbe, die, wenn Sie schon emotional angeschlagen sind, Sie noch mehr emotional macht. Und deswegen ist so etwas
keine gute Idee. Das ist ein Brustscanner und nicht nur, dass er in rosa getunkt wurde, wenn Sie für Brustkrebs analysiert werden oder gescannt werden, finden Sie das wahrscheinlich nicht komisch, aber auch die Betriebsanleitung können Sie nicht lesen. Ja? Weil das ist eines der wichtigsten Dinge, dass Sie sozusagen dann wirklich wissen, wie lese ich das eigentlich, wenn ich so ein Gerät bediene. Also Ping Comfort, Ping Application und Ping Workflow, Entschuldigung, aber das geht irgendwie gar nicht. Es gibt aber auch Beispiele, wo es ganz gut funktioniert hat. Und zwar nehmen wir mal dies hier, das ist ein reines Frauenteam, das Volvo mal zusammengestellt hat und hat gesagt, so jetzt macht ihr doch mal. Entwickelt ihr doch mal ein Auto, was sozusagen, wo ihr denkt, da fangen wir alle Features rein, die für Frauen interessant sein können. Und dann haben wir so ein Team von Ingenieuren zusammengestellt, 120 Managerinnen, Designerinnen und Ingenieurinnen. Die haben innerhalb von 15 Monaten einen Prototypen entwickelt für nur 3 Millionen Euro. Es gilt immer noch als das bestgemanagte Projekt aller Zeiten bei Volvo. Und ich darf Sie auf etwas aufmerksam machen. Sie sehen die Kopfstütze da oben. Die ist geteilt. Warum? Damit die Frauen den Pferdeschwanz da unterbringen können. Und dann haben sie sich gesagt, warum müssen wir denn bitte schön uns die Fingernägel abbrechen, um die Motorhaube aufzumachen, wenn wir das für den Scheibenwischer da einführen wollen. Also haben sie das neben den Einführstutzen für das Benzin gemacht und nein, wir verwechseln es nicht. Leider wurde Volvo dann gekauft und das Projekt ging leider, wurde nie sozusagen richtig eingesetzt. Das ist natürlich schade, aber lässt sich nun mal nicht ändern. Der vierte Punkt, über den ich reden will, ist Diversity by Design, und zwar das Management-System. Ich habe in einem früheren Leben, hatte ich das Vergnügen, der Executive Sponsor des German Women's Leadership Councils, der IBM, zu sein. Und das war unser Management-System, wie wir sicherstellen wollten, dass Frauen in der IBM auch wirklich die Karriere machen, die sie verdienen. Und es fängt an, dass man sich bei der Einstellung Ziele setzt, dass man sich für die Karriere Ziele setzt und sich genau anguckt, warum kündigen eigentlich Frauen. Übrigens ist es bei Frauen und Männern genau das Gleiche. Man geht zu einer Organisation wegen des Rufes, den die Organisation hat, und man verlässt in der Regel die Organisation wegen des direkten Managers, den man hat. Und deswegen haben wir einen extremen Fokus darauf gelegt, zu gucken, wer fängt an und überlegt, ob er kündigt und können wir die dann noch versetzen etc. So, man macht eine Datenanalyse, man macht das Benchmarking mit den anderen Unternehmen und man guckt durch Umfragen und Interviews gezielt raus, was sind die Erwartungshaltungen, wo stehen die heute etc. Und wie bei allen guten Managementsystemen muss man es kontrollieren und ich habe mit Absicht alte Zahlen genommen. Und so habe ich dann jeden Monat ein solches Chart gekriegt für jeden Bereich, sodass ich genau wusste, wo stehen die im Moment gegenüber der Baseline und der Zielsetzung, die sie sich gesetzt haben. Das Ganze ist natürlich bei einem Unternehmen wie der IBM, sagen wir mal, ein bisschen genetisch bedingt, weil sie eine amerikanische Mutter hat und wie Sie wissen, legen die Amerikaner darauf schon seit langem Wert. Aber es war interessant, Hans-Olaf Henkel, der damals die IBM leitete, hat in den 80er Jahren schon eine Untersuchung machen lassen, warum Frauen nicht ins höhere Management aufsteigen. Und der eine Teil der Männer, der Manager waren, sagte, ich würde die Frau ja gerne fördern, aber dann werfen mir die anderen vor, dass ich mich dem Frauenförderprogramm beuge. Und der andere Teil sagte, die Frauen brauchen ja keine Förderung, die haben ja ihr Frauenförderprogramm. Also wie man es nahm, waren die Frauen gekniffen. Und deswegen haben wir dann so ein German Women's Leadership Council eingerichtet. So, wenn man das macht, dann guckt man sich dann genau die Aktionsfelder an. Welche Aktionsfelder macht man eigentlich im Bereich von Hiring, welche macht man im Bereich von Karriere und wie verhindert man, dass die wirklich guten Leute das Unternehmen verlassen. Und dann setzt man sich die Ziele. Sie sehen das hier für die Leibniz-Universität, habe ich das mal für die Fakultät der Elektrotechnik und Informatik zum Besten aufgelistet. Und dann guckt man nach einem Jahr, beziehungsweise nicht nach einem Jahr, sondern in der Regel haben wir ein kontinuierliches Monitoring gemacht, wo stehen wir überhaupt. Und wenn man das alles durchführt, dann kommt man vielleicht zum Ende mal dazu, dass wir auch solche Bilder haben. Ich hatte das Vergnügen, ein Panel zu leiten mit 4 Frauen, die alle in der Roboterentwicklung tätig sind. Sie können sich überlegen, wie selten ein solches Foto ist. Und dann ganz zum Schluss
To end on a happy note, wie man eben sagt, nachdem wir geguckt haben, wie ist das Image von Informatik, was macht man in Forschung und Design in Genderfragen und was macht man in der Produktentwicklung und was macht man in dem Managen von Diversity, gucken wir uns mal an. Man hat festgestellt, dass die Dinge auch ein Geschlecht haben. Also der Computer ist männlich, der Laptop ist weiblich. Fragen Sie mich nicht, warum, so empfindet das die Bevölkerung. Bitte überlegen Sie kurz, welches Sie für das männlichste Produkt halten, das Sie kennen. Und welches Sie für das weiblichste Produkt halten, das Sie kennen. Sie müssen es nicht sagen, sondern sich nur bitte selber überlegen. Das männlichste Produkt ist das folgende. Und das weiblichste Produkt, von dem 98% der Männer sagen, wofür braucht man das denn, ist die Blumenvase. Vielen Dank.